Wir haben neulich eine Postkarte gesehen mit Hätte-Hätte-Fahrradkette und da, wenn du das mal googelst, dann kommst du ja direkt zu Critical Mass. Also die Fahrradwege auf jeden Fall, die sind zum Teil relativ ranzig, irgendwie brüchig oder so. Ja, und es liegt halt viel Kopfsteinpflaster, das ist auch nicht so geil. Schlaglöcher, keine durchgehenden Radwege. Manche Autofahrer denken, die Straße gehört ihnen allein. Wenn ich auf diesen Fahrradstraßen, die es da gibt, unterwegs bin, dann fühle ich mich manchmal schon ein bisschen bedroht durch die Autos. Mich nervt das einfach, dass Fahrradfahrer in Greifswald ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Also so in der öffentlichen Wahrnehmung sind sie immer irgendwie zweitrangig hinter Autofahrern, habe ich das Gefühl. Ich finde es eigentlich ganz lustig, wenn man mal so ein bisschen durch die Stadt fährt mit dem Fahrrad. Und außerdem finde ich es gut, dass wir auf die Anliegen von Fahrradfahrern aufmerksam machen. Also ich finde es immer schön, wenn man kreative Formen entwickelt, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Spaß macht es irgendwie auch und hat da halt irgendwo einen guten Zweck. Das ist eine schöne Mischung aus zusammen einfach ein bisschen Spaß haben und eben aber auch ein Zeichen setzen. Ich habe ein Fahrrad und fahre gerne mit.